Joa. Denn. Ja, ich gehe nochmal zurück zu den Steinen. Vielleicht kann ich ihnen ja doch irgendwie noch was rauslocken. Ich bin mir da halbwegs sicher, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Wann ist hier? Ach so, hier genau. Muss da hier irgendwie weitergehen. Moment. Ah. Ich kann doch hier durchgehen, ja? Ach, herrje. Hat er es wieder auf dem normalen Weg versucht? Ja. So ein Grünschnabel. Was meinen die mit normaler Weg? Man geht nur mal vorwärts durch eine Tür durch. Was wollen die denn? Ich kann ja. Och, warte mal. Warte. Genau. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Shana? Zettel, habe ich zum Glück genau die Maus drüber. Warte, mal angucken. Was sind das bloß alles für Zettel? Sprechen? Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Dann nehmen wir sie mit. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ich habe schon eine. Echt? Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Bedauerlich. Hallo, Shana? Niemand möchte mit uns reden. Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Orakel, Hals. Orakel, Orakel. Globus? Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Ja, der Herbstwald ist auch total wichtig. Dessen zeichnet man nicht ein, weil es geheim. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Da muss man was machen. Das kann so nicht weitergehen. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Achso, ich hab sofort Atlas nennen oder was? Ist das hier eine Treppe? Ja, ich glaube, es war eine Treppe. Hä? Zifferblatt? Knopf? Ich kann mir den. Nur für den Fall, dass es wichtig ist, jetzt 10 vor 10. Schön. Sonst kann ich hier nicht so. Achso, X. Achso, Minutenzahl. Und jetzt kann ich den jetzt ziehen? Ah. Okay, gut. Ich kann das, this looks like Uhrenrätsel, was ich noch nicht tun möchte. Weil ich noch gar nicht weiß, welche Uhrzeit. Benutzen ist das gleich wie angucken. Weiter im Text. Ich kann doch sicherlich hier noch ein bisschen rumlaufen, oder? Nö. Zettel, Zettel. Oh, es gibt mehr als einen Zettel. Mal gucken. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Fang an! Habe. Es würde ewig. Zigtausend Zettel hier im Globus, die wir anlegen können, sonst einfach mal gar nichts. So, kann ich hier noch umherlaufen? Mysterious. Möchte ich fast meinen. Ja. Kann ich hier nicht wieder raus? Das muss Magie sein. Oder Übermüdung. Übermüdung wahrscheinlich. Magie gibt's ja nicht. An dieser Tür habe ich mir bereits die Zähne ausgebissen. Ja, dann machst du doch mal auf. Das geht sogar. Kling. Krass. Ich mag die Tür. Hallo, Steinbrüder. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ich, aber ja, genau. Ich war in Shanas Hütte, aber sie war nicht da. Wieso? Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Was tut denn das überhaupt zur Sache? Was das zur Sache tut, fragt er. So ein Grünschnabel. Ach, Ralf. Woher soll er das denn auch wissen? Woher soll ich was wissen? Shana ist ein Orakel, ein magisches Wesen aus einer anderen Welt. Man trifft sie nur zu bestimmten Zeiten an. Um 12:30? Quatsch. Doch nicht um 12:30, du Idiot. Aber irgendwas passierte doch um 12:30.
Nichts passiert um 12:30. Um 12:30 bekommt man höchstens mal einen ersten kleinen Hinweis darauf, wann Shana auftauchen könnte. Und wann taucht sie jetzt auf? Um das herauszufinden, wartest du besser, bis es 12:30 ist, oder? Ich hasse euch. Ja, gleich. Wann kann man Shana... Jedenfalls richtig. Und was passiert? So und war typisch Beinwesen. Beinwesen. Bis später. Du weißt. Wir. Gut. Denn, schätze mal, das funktioniert wieder nicht, oder? Nee. Ja, wissen, flamen sie mich nicht mehr. Gib's ab. Elender Grünschnabel. Ach, muss ich jedes Mal machen. Das ist ja nervig. Na gut. Na, wisst ihr, funktioniert das ja schon mal ganz gut so, okay. Aber ich konnte die Uhr doch gar nicht auf 12:30 einstellen, oder? Hallo, Uhr? Ach nee, warte mal. Irgendwo habe ich das hier. Hat es doch noch einen Stundenzeiger, oder? Oder nicht? Ja, ich kann vor allen Dingen nur auf. Na gut, ich stelle mal auf 5. Ich hab doch gar keinen Stundenzeiger. Was sehe ich den jetzt? Bin ich zu doof? Ein Stundenzeiger? Ne, da geht's noch raus. Hä? Ziffernblatt? Messern kann ich auch nicht, also ich kann die Uhr, ich kann den, hä, was ist, warum kann ich denn, warum hab ich denn hier nur Minutenzeiger, was soll denn das? Ich brauche einen Stundenzeiger, sonst geht's hier nicht weiter. Freunde? Ja, wenn ich jetzt rausgehe, das wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen, oder? Warum habe ich denn hier nur, oder warte mal, Moment mal. Kann ich die Geräte vielleicht als... Das sollte ich mir lieber erst einmal genauer angucken, bevor ich daran herumhantiere. Ich habe gerade die tolle Theorie, dass der Stundenzeiger fehlt und ich deswegen einen brauche. Dafür müsste man ja improvisieren. Was ist das? Zettel. Das sollte ich mir... Also ich sehe da beim besten Willen, sehe ich ja nur einen Stundenzeiger, ne? Ich fühle mich hier gerade fast schon wieder zu doof. Schön, dass da die 1 ist. Toll. Toll. Es fehlt definitiv der Stundenzeiger. Was macht man jetzt? Ich kann auch nichts verwenden damit, oder? Ich kann auch hier nicht irgendwie... Ne, ich kann hier gar nichts machen. Also, wie gesagt, meine Theorie wäre gewesen, die komische Geräte hier zu nehmen. Oh, Mann, ey. Jetzt? Hey! Ah, ja. Gucken wir noch mal genauer hin. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Ja. Das sind keine Kochrezepte. Toll. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Ja, was denn? Einen schlafenden... Das Licht fällt... Da steht einem... Super, also das. Es bringt mich ja genau null weiter. Das ist. Einen schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Schlafender Riese. Brunnen. Aufstehen, Proben. Besonders. Ist mir gerade so eingefallen, weil hier lauter Uhrzeiten. Mann, jetzt ist es weg. Weil hier stehen noch lauter Uhrzeiten drauf. Das könnte ja irgendwie helfen. Spottfütter im Publikum suchen. Kanonenrohrrichter. Bruno-Proben. Wohnwagen aufräumen. Moment mal. Bruno waschen. Bruno war doch das. Moment mal. Bruno war das riesengroße Zugtier, nicht wahr? Um 12.15 Uhr. Krass. Noch ein Zettel. Hab ich vorher gar nicht gesehen. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Purer Zufall. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht,
Die Farben kommen zurück in die Welt. Hm? Die Farben kommen zurück in die Welt. Haben wir irgendwas? Ich hab eine Mütze. Oder bezieht sich das schon wieder auf diesen hässlichen Zeitplan? Aber zweimal das gleiche Ding wäre ja irgendwie sinnlos, oder? Mann, ich darf die Maus dabei nicht bewegen. Das ist total doof. Kann nur mal Bruno waschen, Wohnwagen aufräumen, Rübsalat auf. Spott füttern. Die Farben kommen zurück auf die Welt. Wo haben wir denn hier Farbe? Wie kann ich das mit einer Uhrzeit verbinden? Ich habe Bomben. Die sind toll. Die machen noch Farbe, vielleicht. Wenn ich jetzt einfach wahllos die Uhrzeiten hier durchprobiere. Kanonenrohrtrick. Ich stelle das Ding mal auf dem 10. Oh, das ruckelt immer so leicht, wenn ich hier... Nein. Das war offensichtlich falsch. Kanonenrohrtrick ist es nicht. Wohnwagen aufräumen, die Farben kommen zurück in die Welt. Hat hier irgendjemand mit Farbe romantiert? Irgendwer? Mir ist gerade nicht so. Irgendwer mit Farben. Aber das ist. Der Zettel war doch das einzige, wo wir. Schlafen gehen. Rübsalat. Der Rübsalat ist ja auch nicht farbig, ne? Und ich meine, Wohnwagen aufräumen, das ist ja Farben, das ist. Aufstehen, Probe beginnen, besser auf dem Spott für dein Publikum suchen, Kanonentrick. Ich probiere mal um 5. 5, 5, 5, 5 da. Aufstehen vielleicht. Ist das Erwachen damit gemeint? Nee. Wann ist der nächste Termin? 5.30 Uhr. Proben beginnen bei Sonnenaufgang. Eine Sonne ist rot. Das könnte man ja als Farbe sehen. Mal gucken. Nee. Doch. Glong. Ach, kick an. Wer ruft mich? Hallo? Oh, das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Also, ich bin oft, Bobby. Ich arbeite allein. Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich. Kein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das heißt, ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt... Möchte ich persönlich mit ihm reden? Ja. Yeah. Schickt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind. Dass du Träume deutest, genau. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Mann, ich habe was zu lernen. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Ich gehe jetzt nicht vorher. Ich gehe nicht, ohne dass du meinen Traum gedeutet hast. Dann wird das ein langer Tag. Der Clown muss sich vorsehen. Denn das, worauf er wartet, wird nicht eintreten. Es gibt kaum eine größere Folter. Aha, toll. Na gut, Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen.
Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Ja, es ist, was passiert denn, wenn er nicht? Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es wird ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid, ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Oh. Hallo? Shana? Shana, du wirkst plötzlich etwas... weiß auch nicht... verkrampft. Das ist nicht übel. Irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass...